Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem KiCad-Tutorial, KiCad 5.1.2. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir hier diesen Step-Down-Wandler als 3D-Modell erstellen. Und es gibt natürlich viele, viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Ich möchte euch hier einen einfachen Weg zeigen, und zwar nur mit drei Elementen von diesem ganzen Board hier, nämlich den beiden Elkos und dem Trimmer. Denn die anderen Bauelemente hier, die SMD-Bauelemente, sind in der Regel alle kleiner vom 3D-Raum her, den sie belegen, sind sie kleiner. Das heißt also in der Höhe und in der Breite werden sie hier von diesen Elkos überragt. Und wenn ich das also so in ein Gehäuse einbaue, sind für mich die entscheidenden Elemente im Prinzip nur der Trimmer hier und die beiden Elektrolytkondensatoren. So, der Rest wird dann durch die Höhe, Bauhöhe der Elkos bzw. des Trimmers bestimmt. Ja, und deswegen braucht man die eigentlich nicht einzeichnen. Wer das natürlich machen möchte, bitte gern. Man kann das sich hier der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Man kann natürlich hier alles machen mit Schatten und ohne Schatten etc. Wer das möchte. So, wie machen wir das? Wie gehen wir hier an die Sache ran? Wir öffnen dazu FreeCAD. Und in FreeCAD kommen wir hier direkt in die KiCad Step-Up Workbench. Das habe ich als Start-Workbench eingestellt. Wer das nicht hat, muss dann hier in diese Workbench hineinwechseln. Als nächstes laden wir unseren Footprint, nämlich den LM2596 Step-Up Wandler. Und den laden wir hier oben aus der Preti, aus der Footprint-Datei. So. Doppelklick und unser Bauelement als Footprint, den wir ja schon mal erstellt hatten, wird hier in das System eingeladen. Jetzt gibt es zwei Wege, wie ich hier weitermachen kann. Erster Weg ist, wir brauchen mal hier so einen Elektrolytkondensator und den können wir uns selbst zeichnen. Dazu wechseln wir jetzt in die Part Design Workbench und ich mache hier einfach mit einem Zylinder einen stilisierten SMD Elektrolytkondensator, denn im Prinzip ist das ja nichts weiter als eine zylindrische Bauform. Wir sehen jetzt, der wird hier in der Mitte platziert und wir können jetzt auf diesen Zylinder hier links im Ansichtsbaum wechseln und wir haben hier unten in der Kombo-Ansicht die Möglichkeit, den Radius zu ändern und unser Elko hat also einen Durchmesser von 8 mm, das heißt Radius 4 mm und eine Höhe von 6,2 mm. Damit ist also hier der Außenumriss gegeben. Jetzt muss ich diesen stilisierten Elektrolytkondensator natürlich hier auf seine Position bringen, da wo er hingehört. Dazu machen wir hier einen Doppelklick auf diesen Zylinder und wir sehen jetzt hier solche Bewegungspfeile. Und ich ändere mal die Schrittweite in 0,1 mm und kann also jetzt in 0,1 Millimeter Schritten hier in jede Richtung verschieben. Rot, grün und nach oben blau, beziehungsweise mit den Kugeln kann ich dann auch das Element rotieren in den jeweiligen Achsen. So, wir schieben also unseren Elko hier auf diese Position vom Footprint und ich hatte es jetzt hier auch in der Höhe verschoben. Das ziehen wir das hier mal ran und wir positionieren ihn hier sauber. Nicht eintauchen, so, sauber auf der Oberfläche mit dem Lupensymbol hier hinten können wir unser Element wieder auf die richtige Ansicht einpassen und wir bestätigen mit OK. Wenn ich jetzt hier diesen Zylinder anklicke, ich habe den jetzt also mit diesen Pfeilen hier grob positioniert, kann ich jetzt hier im Placement natürlich auch noch, wenn ich hier auf Placement gehe, diese Position hier ganz exakt auf den Zehntel Millimeter genau angeben und das Element damit auch exakt positionieren. So. Und das kann ich natürlich dann machen. Das spare ich mir jetzt hier an dieser Stelle. Einfach aus dem Grund heraus, dass das Video nicht zu lang wird. Ihr könnt das natürlich dann genau ausmessen mit der Schieblehre und
habe dann genau exakt positioniert. Das ist Variante A mit stilisierten eigenen Elementen. Auch hier kann ich natürlich der Fantasie wieder freien Lauf lassen. Ich kann jetzt hier noch Abrundungen hinzufügen und die Füßchen hinzufügen. Kann man alles machen, tut aber eigentlich an dieser Stelle nicht Not, weil ich brauche hier im Prinzip ja nur die Höhe und den Durchmesser. So, nächste Variante ist, wir können hier zusätzliche Footprints aus unseren 3D-Downloads vom GitHub einladen. Dazu wechseln wir wieder in die Step-Up Workbench. Und ich habe hier das Symbol Import 3D Step Modell. Und ich habe es hier schon mal geöffnet, also im GitHub-Ordner 3D Packages bzw. unter User Share Installation 3D Packages. Also User Share KiCad 3D Packages findet ihr dann hier die 3D-Elemente. Und ich hatte ja gesagt, wir brauchen einen Elektrolytkondensator 8x6,2. Hier das Step-Modell angewählt, geöffnet. Und wir sehen also jetzt hier ein natürlich deutlich besser gezeichnetes SMD-Modell unseres Elektrolytkondensators. Auch dieses Modell kann ich wieder hier, oder muss ich, mit Rechtsklick natürlich entsprechend positionieren. Auch das tue ich hier wieder an dieser Stelle. Mit OK bestätigen. Auch hier kann ich jetzt wieder über Placement natürlich exakt positionieren und mein Bauteil hier genau in die Position bringen, die ich benötige. Das ist der zweite Weg. Also ich kann, soweit ich 3D-Modelle schon habe, die KiCad mitliefert, auch diese hier importieren und mir aus mehreren 3D-Modellen dann ein einziges zusammenbauen. So, als drittes brauchen wir natürlich noch unseren Trimmer. Da müssen wir wieder zurück zu unserem Weg Nummer 1. Und zwar brauchen wir hier aus der Part Workbench den Würfel. Und wenn wir den hier anwählen, ist das ein Würfel mit 10x10. Und auch hier bräuchten wir jetzt wieder die exakten Maße dieses Würfels. Ich lasse den mal hier so mit 12 und 11 mm im Raum stehen. Ihr müsst das natürlich dann genau ausmessen oder aus dem Datenblatt entnehmen. Auch hier wieder unser Doppelklick und das Positionieren mit OK bestätigen und das anschließende Exakt-Positionieren hier über Placement. Wenn das geschehen ist, haben wir jetzt also hier unser 3D-Modell. Was jetzt gemacht werden muss, ist, diese einzelnen 3D-Elemente zu einem Union zusammenzubinden oder zu verbinden. Dazu wechseln wir wieder in die KiCad Step-Up Workbench und wir wählen jetzt hier unsere Elemente aus. Ich halte dabei hier Steuerung gedrückt und markiere das alles. Jetzt sind sie alle markiert. Ich muss also hier den Objektbaum offen lassen. Jetzt habe ich meine Elemente hier markiert. Die sind unterlegt. Und ich muss jetzt ein einziges 3D-Element daraus machen. Und daraus habe ich hier dieses Make a Union of Selected Objects. Wir klicken auf diesen Button. Und es entsteht jetzt hier ein Zylinder-Union. Und er nimmt hier immer diesen ersten Namen, den er findet. Das ist also jetzt unser komplettes Element. Das muss ich jetzt noch umbenennen oder ich möchte das noch umbenennen. F2 ist der schnellere Weg oder halt hier über umbenennen. So, und dann nennen wir dann LM2596. Enter. Das ist jetzt also unser Element und wir wollen das ja auch hier unter diesem LM2596 dann finden. Jetzt müssen wir das Ganze exportieren nach KiCad. Und da haben wir hier den Button Export 3D-Modell to KiCad. Das heißt, wir wählen dieses Element an, klicken hier drauf und bestätigen hier die Eingaben. Er möchte jetzt hier noch unsere Farben und so weiter haben. Das kann man dann noch notwendigerweise einstellen. Ich lasse das hier mal so. Und wir sehen jetzt, wo er das hin exportiert hat, nämlich in den Packages 3D-Ordner. Und wir haben jetzt hier eine WRL und eine Step-Datei. So, okay. Ich hatte es bereits im letzten Teil erwähnt. Hier drinnen sind die natürlich nicht ganz so richtig. Deswegen schneide ich die jetzt hier mal aus mit STRG X. Und
bewege mich hier eins nach oben oder zwei nach oben und lege das hier in meine 3D-Elemente ab. So, hier sind jetzt also diese Dateien und ich schließe jetzt hier mal FreeCAD. Ich beende das. Ich verwerfe mal die ganzen Einstellungen, da ich mir die nicht aufheben möchte. Und ihr könnt das natürlich dann auch speichern als Projekt. Ich starte jetzt hier nochmal unser FreeCAD und gehe mal hier auf Öffnen unter KiCad 3D, Entschuldigung, Step-Datei, sehen wir jetzt hier dieses Element. Und wenn wir die WAL-Datei öffnen, sehen wir dieses Element. So, jetzt schauen wir uns das Ganze natürlich im KiCad an. Dazu starten wir KiCad, hier den Footprint und ich lade mal hier unseren LM2596 Footprint an. Das ist also unser Footprint und wir gehen hier oben in die Einstellungen, 3D-Einstellungen und wir wollen natürlich unser 3D-Modell importieren. Und na komm her hier. Wir wechseln hier in den Ordner 3D, da hatte ich es ja hinkopiert. Und wir können jetzt hier also unsere WAL oder Step-Datei importieren. Doppelklick oder mit OK bestätigen. Und wir sehen hier unsere 3D-Elemente, die entsprechend schlecht positioniert von mir. Natürlich bei euch wesentlich besser positioniert, hier auf unserer Platine auftauchen und damit positioniert sind. Ich kann es jetzt im KiCad verwenden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ihr macht das natürlich alles auf ein Zehntel Millimeter genau und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!